gerade erst aufgewacht. Es ist fast 18 Uhr und ich habe gerade 10 Stunden geschlafen. Ich habe gerade einen sehr interessanten Schlafrhythmus. Ich gehe um 7 oder um 8 Uhr morgens schlafen und wache dann so 9, 10 Stunden später wieder auf. Ich habe ganz wilde, abenteuerliche Träume. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade ein bisschen mehr atme. Dass irgendwie genug Kapazität für ganz viele alberne Träume da ist. Na jedenfalls, was ich mal in diesem Video zeigen wollte. Ich habe mir hier endlich so ein Spielzeug gegönnt. Hier so eine Temperaturpistole. So ein Ding, was ich worauf zeigen kann. Ich gucke mal, ob man das im Video sieht. Das dann anzeigt, wie warm oder kalt es ist. Also mein Pullover hat jetzt eine Außentemperatur von 29 Grad und meine Haut 34 Grad. Die schreiben ganz groß dran, man soll das nicht als Fieberthermometer benutzen, weil das nur Außentemperatur hat. Aber ich finde es ein lustiges Spielzeug. So, ich halte es auf Computer, gucke so, wie sehr ich an meinem kleinen Nextcloud Pi den Lüfter anstelle und sowas. Bin froh, dass ich es endlich habe, würde ich sagen. Und ich habe ewig darauf gewartet, hier so ein Ding zu haben, dass ich jetzt endlich dieses Video hier machen kann. Was ist denn so doll an diesem Video hier jetzt? Das Dolle an diesem Video ist, ich habe mir jetzt hier einen Tee gemacht. So einen schönen Süßholzwurzeltee. Ich weiß nicht, wie lange steht der hier schon? 2, 3 Minuten oder so. Und den werde ich jetzt erstmal hier durch dieses kleine Sieb drücken. Und in diese beiden Gefäße hier eingießen. Es ist ungefähr gleich voll. Es ist so halber Zentimeter aus meiner Perspektive hier unterhalb von diesem dickeren Glasrand. Und was ich damit jetzt mache, erstmal messe ich die Temperatur. Ich da jetzt rein, das ist so bei durchsichtigen Sachen, bei Glas und so, habe ich immer das Gefühl, das ist nicht ganz so akkurat, aber ich habe das Gefühl, das ist trotzdem gut genug. Also wenn ich jetzt hier reinleuchte, kriege ich 68 Grad. Das ist aber kalt für einen Tee. Und hier auch 68 Grad. Das kann ich noch messen, so als kleinen Vergleich. Ich kann hier immer die Wand messen. Die Wand ist 22 Grad. Was ist mit dem Fußboden? 22,9. Was ist mit der Wand da hinten? 23. Was ist denn mit meiner Hand? 29. Was ist mit der Rückseite von meiner Hand? Auch 29. Mein Fuß ist ein bisschen kalt. Ich messe mal den Socken. 29. Als ich gerade aus dem Bett aufgewacht bin, habe ich so die Stelle, unter der ich gelegen habe, wo es so schön warm war, habe ich die Decke hochgemacht und schnell mit dem Ding gemessen. Und es war irgendwie 2 Grad wärmer und das hat so einen riesen Unterschied in der Gemütlichkeit gemacht. Na jedenfalls, was ich jetzt hier mache, hier einen krassen Zaubertrick gefunden. Ich kann, um ein Getränk schneller zu trinken, kann ich es ganz viel anpassen und dadurch die Wärme mit meiner Hand wegnehmen. Und das wollte ich jetzt einfach mal hier mit wissenschaftlichem Messgerät, wollte ich das jetzt endlich mal in einem Video machen. Also was mache ich jetzt? Ich lasse jetzt, die waren ja gleich heiß. Ich lasse jetzt den hier völlig in Ruhe, den lasse ich stehen und den hier, den grapsche ich so viel an, wie ich kann. Und das dauert nicht lange, bis ich den damit auf eine Trinktemperatur runtergebracht habe. Ich kann es immer nicht lang anfassen, so 2 Sekunden oder sowas. 3 Sekunden. Sonst verbrennt mir die Hand. Um dann meine Hand runterzukühlen, fasse ich dann immer irgendein Körperteil an, hier den Hals zum Beispiel. Oder die Arme.
Ich hatte das schon im Restaurant gemacht mit meinem Vater, da hatten wir beide einen grünen Tee. Und ich habe meinen die ganze Zeit so angegrapscht und abgekühlt. Und ich konnte meinen irgendwie 5 Minuten früher trinken als er sein. Ich habe das Gefühl, ich merke schon, dass es nicht mehr so viel Hitze abgibt. War das so schnell? Machen wir schon mal einen Zwischenstand. Was ist denn jetzt? Jetzt hat das Ding 64 und der nicht angegrapschte 66. Das ist alles? Ich habe 2 Grad weggenommen? So, nicht viel. Ja, der hier hat 64 und der hier hat auch 64? Moment. Der hat 64. Der hat. Wieso sind denn die plötzlich identisch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn ich von der Seite messe, hat der 61 und der 64. Ach so. Der hat ja auch noch eine interne Temperaturschwankung. Dass der jetzt außen, weil ich ihn da immer angrapsche, dass das Glas kälter ist als die Flüssigkeit in dem Glas. Das dauert ja ein paar Momente, bis sich das verteilt. Na, ich werde mal weiter grapschen. Ich glaube, jetzt habe ich das 10 Minuten gemacht. 10 Minuten das Glas angegrapscht und das in Ruhe gelassen. Und jetzt gebe ich dem noch so 1, 2 Minuten einfach, dass sich die Temperatur da drin so ein bisschen besser verteilt. Und dann messe ich nochmal. Na gut, jetzt messe ich. Also, mein angegrapschtes Glas hat, wenn ich von oben messe, eine Temperatur von 50 und wenn ich von der Seite messe, kommt drauf an. Also manchmal hier manchmal so 35, manchmal 46 und von oben immer noch 50. Also 49,9. Na, dann messe ich mal das Glas, was ich in Ruhe gelassen habe. Und das hat 56. Und ganz unten auch 35 und 45. Also wenn ich es mir jetzt so vergleiche, der Unterschied sind 6 Grad. Sind 6 Grad vielleicht einfach mehr, als ich mir vorstelle? Bin gerade ein kleines bisschen enttäuscht. Der Unterschied ist ziemlich wenig, aber ich habe auch kein Gefühl dafür, was 6 Grad sind. Was sind denn 6 Grad? Ich weiß es nicht. Wenn ich es nicht angegrapscht hätte, wären das 6 Grad wärmer. Wenn ich jetzt das 6 Grad warme Glas, das 6 Grad warme Glas anfasse, dann ist es auch so, dass ich es anfassen kann. Vielleicht ist dieser Unterschied, den ich jetzt versucht habe zu messen, ist der ziemlich klein. Aber das ist auch ein ziemlich großes Glas. Also ich glaube, ich blende mal ein, wie viel ich in so ein Glas eingegossen habe. Ich messe das nach dem Video.
Das ist jetzt kein weltbewegender Unterschied. Schade. Aber ich finde trotzdem die Idee lustig, dass ich einfach von einer heißen Sache einfach so durch meine Hand oder durch meinen Körper Wärme wegnehmen kann und die selber absorbieren kann. Es gibt so Geschichten von so Yogis, die können so machen, dass irgendwie nur ihre Hand ganz heiß, so heiß ist, dass sie fast dampft und die andere Hand nicht. Und da denke ich mir auch immer das Gegenteil. Oh, vielleicht kann man so krasser Wärmemeister sein, dass man einfach so wie so ein Eisklotz so ein Glas anfassen kann und dem ganz schnell die Wärme entziehen kann. Also ich glaube, wenn ich meinen jetzigen Fortschritt auf diesem Wege mal ein bisschen begutachte, ist noch nicht viel passiert auf meinem Weg zum Kältemeister. Kann aber noch kommen. Na gut, jetzt weiß ich, das ist ein kleines bisschen enttäuschend. Das ist nichts, worauf ich stolz sein kann, aber ich habe jetzt hier in 10 Minuten Angrapschen, habe ich hier 6 Grad Temperatur weggenommen von so einem etwas größeren Teeglas.